Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Berliner Salon auf Radio Kultur des Senders Freies Berlin ist heute Abend die Musik fremder Kulturen zu Gast. Aus dem großen Sendesaal im Haus des Rundfunks übertragen wir live die lange Nacht der indischen Musik. Die Musikerfamilien Rajeshwari Padmanabhan, Bidur Malik und Imrat Khan repräsentieren eine Interpretationskunst, die über jahrhundertelange Erfahrung verfügt. Wir hoffen, dass der Klang der Jahrhunderte, den wir Ihnen in den Familientraditionen aus Nord- und Südindien bis weit nach Mitternacht zu Gehör bringen, Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, in seinen Bann ziehen wird. Dieser Abend wird gemeinsam gestaltet vom Tagore-Zentrum der indischen Botschaft, vom Berliner Künstlerprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, vom Referat Musikethnologie des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin und von Radio Kultur. Meine Damen und Herren, wir bitten nun um Ihre Aufmerksamkeit für den Botschafter der Republik Indien, seine Exzellenz Herrn Ronen Sen, und für den Hörfunkdirektor des Senders Freies Berlin, Herrn Jens Wendland. Zunächst bitten wir seine Exzellenz Herrn Ronen Sen, die lange Nacht der indischen Musik offiziell zu eröffnen. Thank you, ladies and gentlemen. I'm privileged to join you this evening at this unique gathering. I think it's for the first time that we're having a long night of Indian music in this capital city after the move of the embassy to Berlin. I would like to take this opportunity to congratulate the organizers of this function, primarily the State Radio of Berlin in association with DAAD and the Ethnological Museum and others who have made this evening possible. Now, before going further, may I recall that there's been a traumatic event in our neighborhood in Nepal the day before yesterday, and it's a tragic and traumatic event, and we, in sympathy and solidarity with our brethren in Nepal, I request all of you to join me in a moment of silence. Can we translate it? Im Hinblick auf den traurigen Vorfall, durch den seine Majestät, der König von Nepal, und seine Gemahlin das Leben verloren haben, möchte ich im Namen der indischen Gemeinschaft und der indischen Künstler vorschlagen, eine Gedenkminute einzulegen. Thank you, ladies and gentlemen.
Exzellenz, meine Damen und Herren, liebe Freunde der indischen Musik, ich darf Sie namens des SFB, Sie hier im Saal, die Sie so zahlreich erschienen sind, und die Hörerinnen und Hörer von Radiokultur sehr herzlich begrüßen. Steht heute in einer Zeitung: Heute Abend können Menschen mit Gedächtnis ein Wiederhören feiern. Das Wiederhören betrifft Berlin, betrifft den SFB. Wir treffen heute Abend lauter alte Bekannte. Wir treffen große Künstler. Die lange Nacht der indischen Musik versammelt Menschen, für die wir in unserem Programm immer einen festen Platz hatten und haben werden. Und der Berliner Salon, den wir eingerichtet haben mit Beginn des neuen Programms von Radiokultur, den haben wir heute nicht nur 2 Stunden, sondern nach Maß und Fülle und nach dem Gedächtnis, das wir auffrischen wollen, ganz lange geöffnet. Ich wünsche uns heute Abend eine schöne, lange Nacht der indischen Musik. Das waren die Grußworte des Botschafters der Republik Indien und des Hörfunkdirektors des Senders Freies Berlin. Ich übergebe nun das Mikrofon an Peter Pantke, der Sie durch den musikalischen Teil des Abends geleiten wird. Liebe Gäste hier im Saal, liebe Hörerinnen und Hörer, gestatten Sie mir zu Anfang einige Bemerkungen zum Ablauf dieser langen Nacht, einige Details, die bei der Organisation dieser mit großer Geschwindigkeit organisierten Veranstaltung noch nicht stattfanden, die Sie aber wissen müssen. Im ersten Teil hören Sie die beiden Wiener Spielerinnen Rajeshwari Padmanabhan und ihre Tochter Srividya Chandramouli aus Südindien, wie Sie beim Anblick der Instrumente auf der Bühne vielleicht schon erahnen. Darauf folgt eine Pause von einer halben Stunde, in der Sie sich mit indischen Köstlichkeiten erfrischen können, im Foyer unseres Hauses. Im zweiten Teil dann Hofmusik aus Dabanga, der ehemaligen Residenzstadt im Norden Bihars, mit Pandit Bidu Malik und seinen Söhnen. Dann wieder um eine halbstündige Pause. Und danach zum krönenden Abschluss Imratran und Vajahatran aus Kalkutta. Auch dieser letzte Teil ist nochmal in 2 Hälften strukturiert. Zu Beginn 2 Solos auf Sarod und Surbahar. Dann nochmals eine diesmal kürzere Pause. Und zum Schluss das Duett von Sitar und Sarod, das uns bis wirklich weit nach Mitternacht führen wird. Wir bitten Sie um Verständnis für diese längeren Pausen, weil wir die Mikrofone und die Bühne für die einzelnen Programmteile jeweils neu einrichten müssen. Aber Sie haben ja gehört, für Ihr leibliches Wohl ist auch in diesen Pausen gesorgt. Und da wir ja eine Live-Übertragung machen, bitten wir Sie auch, immer Ihre Plätze zu Beginn der einzelnen Konzertteile rechtzeitig einzunehmen. Und noch eine letzte technische Bemerkung: Sie denken sicherlich daran, Ihre Mobiltelefone wenigstens in den Konzertteilen bitte stillzustellen. Jetzt bitte ich Rajeshwari Padmanabhan und ihr Ensemble auf die Bühne. Rajeshwari Padmanabhan, die Hauptkünstlerin, ihre Tochter Srividya Chandramouli, T.R. Sundaresan, der Mridangam-Spieler, Subramanya Kartik, der den Tonkrug Ghatam spielen wird, und schließlich Lisa Grosse als Begleiterin auf der Tanbura. Zum Ablauf des ersten Teils: Rajeshwari Padmanabhan ist Berliner Freundinnen und Freunden indischer Musik
schon seit langem nicht mehr unbekannt. Applaus 1975 kam sie erstmals auf Einladung der Musikethnologischen Abteilung des damaligen Völkerkundemuseums, heute Ethnologisches Museum, nach Berlin. Karnatisch heißt die Musik, die sie spielen wird, in Abgrenzung zum Hindustani-Stil des Nordens, den wir später erleben werden. Die Musik, die hier gespielt wird, besteht nicht nur aus Kompositionen, sondern enthält auch Improvisationen wie Alapanam und Tanam. Sie hören im ersten Teil drei Stücke dieses Ensembles. Zuerst ein sogenanntes Varnam in Form einer Girlande von 9 verschiedenen Ragas, gesetzt im 8-schlägigen Adital. Der Komponist dieses Stückes ist Patnam Subramanya Ayar. Danach als zweites eine Suite von Ragam, Tanam und Pallavi im Raga Mayamalavagaula, für den Frau Padmanabhan selbst als Komponistin verantwortlich zeichnet. Und schließlich Gita Dvaniku Takadim, ein Thillana, ein Tanzstück, ebenfalls im Adital, komponiert von Swati Tirunal. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen zum ersten Teil unserer langen Nacht der indischen Familientradition. Ich werde die folgenden Teile dann jeweils nach den Pausen noch mal kurz einführen.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.